Herzlich willkommen bei Feuerwehr Willi. Das bin ich. Ich bin heute mit euch in Hannover, Laatzen. Laatzen kennt vielleicht viele, das ist in der Nähe der Hannover Messe. Und hier sind heute die Action Days. Das heißt, wenn man bei den Action Days ist, bekommt man hier, wenn man gemeldet ist, so einen schönen Ausweis. Den werde ich mir natürlich jetzt mal ganz stolz ummachen und zeigen, dass ich hier heute mit dabei bin. So, meine Crew ist auch dabei. Einmal Hendrik, einmal Marvin sind auch dabei. Die werden noch ein bisschen Brandcontainer, ein bisschen Feuer schnüffeln. Und wie gesagt, wir gucken uns das jetzt an. Also ich nehme euch einfach mal mit, dass ihr mir seht, was erwartet euch, wenn ihr bei den Action Days mit dabei seid. Alles klar? Los geht's. Achso, hier so ein bisschen Hersteller, die sich heute hier mit bei uns hier rumtummeln und ein bisschen die Veranstaltung mit unterstützen. Also vielen Dank an der Stelle an alle Hersteller, die uns so ein bisschen helfen jetzt heute. Okay, das sind nicht meine Feuerwehr. Man sieht unten auch Schwarz-Weiß-Tarnung. Hier ist alles natürlich sehr professionell. Kann man fast gar nicht glauben, dass das eine freiwillige Feuerwehr ist. Also eine super, super Ausrüstung, was ich auf den ersten Blick sehe. Wow, gucken wir mal weiter. Action Days. Wir gucken rein. Ich bin ganz gespannt. Kommt mit. Du hast ja die Führung. Genau, das ist die Führungsschlaufe, also da kann halt nichts passieren. Hier nochmal das Thema Selbstrettung oder Rettung überhaupt wird hier nochmal gezeigt. Im Beispiel. Und wie gesagt, ihr seht schön. Der großen Bockleiter. Geschlossen, bleibt zu, es ist nichts mehr, was hochrutscht, weil der Weg einfach zugegeben ist. Das ist halt die super gute Möglichkeit. Ja. Darf ich den gut aussehenden Kollegen einmal drehen? Das Bild können wir den mal hochheben ein bisschen. Toll, ich gucke, ob er das scheiße ist. Das ist jetzt der in der Jacke verbaute integrierte Gurtsystem. Korrekt, richtig. Super. Und wie ist das? Angenehm? Ja, doch, gell. Hi. Grüß dich. Du gehst aber ganz schön ran, du. Nee, aber wie gesagt, das Besondere ist jetzt hier, wenn ich jetzt einen Vergleich hätte zwischen ganz normalen Tragegurt, den hier, zeigen. Dann kippelst du rum wie so ein Klappmesser. Zeigen wir dir nochmal ganz kurz. Ja, aber noch ganz kurz. Total, also so sind die Kameraden, spontan, ja, immer bereit. Ja, guck mal. Ja. Hier sieht man schon den Unterschied, ne? Der Bauch liegt komplett frei. Das sei froh, dass ich das nicht mache, da würde ich mein Bauch echt wirklich frei liegen. Genau, und bei den Frauen würde es halt dementsprechend auf die Brust klemmen. Das glaube ich nicht, das würde ich gerne nochmal sehen. Nee, okay. Ich könnte es maximal mit einer probieren. Nee, okay, aber ihr seht schon, sieht nicht so angenehm aus, ne? Nee, ist auch nicht so angenehm, wie mein Hohlkreuz. Okay. Genau, hinzu kommen noch die Rückenbelastung. Super.
So, ich habe was super Interessantes gesehen, deshalb müssen wir es uns ganz kurz mal anschauen. Florian war es. Kann ich mir gut merken, ne? Florian ist so ein richtiger Feuerwehrmann-Name, ne? Ja, hat mein Vater auch gedacht. So, das Besondere an diesem Atemschutzgerät ist, es hat nämlich ein paar Raffinessen. Es ist nicht nur ganz normal eine Pulle, wie man so schön sagt, mit dem Gurtsystem dran, sondern es ist ein Transformer, würde ich mal sagen, ne? Sozusagen, ne? Die eierlegende Wollmilchsau, könnte man sagen. Ne? Ja, los, dann sag ich mal, was ist denn das Besondere? Ich sehe nur ein ganz normales Atemschutzgerät. Also das Besondere ist einfach, dass die Firma MSA sich gedacht hat, wir wollen einen Pressluftatmer mit einem integrierten Gurtsystem basteln, wo der Feuerwehrmann nicht gezwungen ist, noch einen Haltegurt extra zu tragen. In diesem Fall. Das heißt, ihr braucht keinen sperrigen Gurt noch ranmachen, wie man so eine Dienstvorschrift kennt? Genau. Okay. Die Firma MSA hat sich gedacht, okay, wir wollen ein zertifiziertes System haben, was einen Feuerwehrhaltegurt 1:1 ersetzt. Okay. Also was auch zertifiziert ist dafür, nach den entsprechenden EN-Normen. Okay. So, wenn man jetzt hier guckt, dann fällt einem eigentlich direkt jetzt erstmal nichts auf. Dass Kannst du mal drehen, bitte? Also, also ich würde sagen, auf den ersten Blick würde ich sagen, nochmal weiter. Ganz normales Gerät. Genau. Bis jetzt sehe ich noch keine Verbesserung. Genau. Und wenn man jetzt guckt, hier hinten sind so zwei Schlaufen dran. Ja. Wenn ich da jetzt reingreife und da einmal dran ziehe, dann fällt hier hinten so ein Gurt raus. Und jetzt habe ich mehrere Möglichkeiten. Möglichkeit 1 ist, ich schnappe mir hier den Gurt, mache mir hier den Druckknopf auf und habe quasi hier ist das geil. Einen Sitzgurt gebaut, der relativ Wahnsinn. Joa, angenehm ist. Ja. Oder genau, also ihr kennt ja diese, wie heißen diese, die roten Dinger, die man sonst mal, also die, wo man Leute mit abseilt, aber diese Rettungswindel. Sagen wir. Genau. Moment, so? Heißt so? Heißt du echt so Rettungswindel? Ne? Ja, Rettungswindel. In echt? Ja. Nein. Ja. Tatsache. Ach, die meinte ich doch. Ja. Hier liegt sie sogar. Siehst. Die Rettungswindel, ne? So ist es. Okay. Also das heißt, du kannst das so die Rettungswindel ersetzen, aber jetzt hast du ja quasi... Genau. Stört das nicht dann? Das könnte mich jetzt eventuell stören. Ne? Dann ist es ja ganz einfach. Und zwar habe ich hier, ich muss ich erstmal suchen, da habe ich zwei Verschlüsse. Die mache ich mal auf. Und dann, weil mich das ja stört, nehme ich es einfach ab. Und dann habe ich trotzdem immer noch meinen Gurt um. Das ist echt. Also es ersetzt quasi 1:1 den Haltegurt und ich habe dann noch diverse... Ja, das ist ja nicht nur Haltegurt, sondern das ist ja auch mit dieser, ich sag mal, Windel, das heißt, das ist natürlich ein ganz anderes Selbstretten oder Retten überhaupt, wenn du sowas hast. Oder ne? Halten, ne? Ja, oder halten, also, ja. Wenn ich jetzt, wenn ich auf der Leiter stehe als Beispiel, dann öffne ich hier den Karabiner, hake den von vorne ein und dann, wenn ich deinen Arm mal als Leitersporse benutzen darf, schlage ich das hier rum und hake das hier vorne wieder ein. Okay, sichern an der Leiter. Bin gesichert an der Leiter. Klasse. Oder, wenn ich noch was sagen darf, mach nochmal auf bitte. Man soll ja immer nicht reinfassen. Es kommt ja nie vor, aber wenn du jetzt jemanden retten müsstest, der auf dem Boden liegt und auch so einen Gurt um hat. Könnte ich den da einhaken? Könntest du einhaken? Ausziehen, ne? Also es ist sehr, sehr vielseitig einsetzbar, die Geschichte. Klasse, klasse Patent. Ja. Kannte ich bis jetzt noch gar nicht. Wahnsinn. Toll. Hexerei. Man lernt immer was Neues. Schönen Dank, Florian. Okay. Super. Kein Ding. Interessant. Je mehr man klönt, desto mehr kommt immer bei raus und das will ich euch auch mal kurz nicht vorenthalten. Florian,
alte Kampfsau. wie geht man mit dem Schlauch vor? Das Thema war gerade Innenangriff. Gut. Ne? Ja, habt ihr noch Fragen? Kommentiert? Ja. Okay. Ja, und sonst hat es dir gefallen heute? War schön, oder? Hat Spaß gemacht. Also, vielen Dank.